In Hessen wird in vielen Gerichten mit Schmand gearbeitet. Typisch sind zum Beispiel die hessische Schmandpizza oder das hessische Schmandschnitzel. Und auch die in Hessen sehr beliebte grüne Soße wird mit Schmand gemacht. Wer kann es mir davon denken, dass ich ebenfalls mit Schmand arbeite? Ich habe jetzt ein neues eigenes Rezept kreiert und nenne es hessische Schmand-Tortellini. Wie ich das zubereitet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten für hessische Schmandtortellini sind 500 Gramm Tortelloni mit Ricotta-Spinatfüllung. Ach, und da sind wir bereits schon beim ersten Stolperstein. Aber ich will mich kurz fassen. Tortelloni sind in der Regel mit Ricotta und einem Blattgemüse gefüllt, also wie hier Ricotta-Spinat, und Tortellini sind mit Fleischfarce gefüllt. Außerdem sind Tortelloni etwas größer als Tortellini, aber beide werden umgangssprachlich unter Tortellini geführt. Außerdem benötigt ihr 300 Gramm Bauchspeck, eine halbe Zwiebel, 400 Gramm Schmand, 150 Gramm Naturjoghurt, 100 Milliliter Wasser, ein Esslöffel Schnittlauch, kleingeschnitten, Salz und Pfeffer und zur Abrundung des Geschmacks ein Teelöffel Honig oder Agavendicksaft. Und los geht's. Vom Bauchspeck werden zunächst die Schwarte und die Knorpel entfernt. Damit der Bauchspeck sein Aroma gut entfalten kann und bestens seinen Geschmack abgibt, wird der Speck nicht in Runken, sondern in feine Streifen geschnitten. Achtet beim Kauf vom Speck darauf, dass es ein durchwachsener und kein fetter oder magerer Speck ist. Dann wird die Zwiebel in feine Würfel geschnitten. Ich hatte noch eine halbe Zwiebel vom Vortag übrig. Die habe ich dann einfach genommen und geschnitten. Und dann geht es auch schon ans Kochen der Tortellini. Jetzt kochen sie 8 bis 10 Minuten und sind dann gar. Und dann muss nur noch die Schmandsoße zubereitet werden. Dafür kommt der Speck in eine heiße Pfanne ohne zusätzliches Fett. Alles ein wenig schmoren. Aber Vorsicht, der Speck darf nicht braun und kross werden. Und dann kommt die Soßenbasis hinzu, nämlich der Schmand und auch der Esslöffel kleingeschnittener Schnittlauch. Und wie bereits schon erwähnt, zum Abrunden des Geschmacks ein Teelöffel Honig oder Agavendicksaft. Ich hatte mich für Agavendicksaft entschieden. Dann werden die Tortellini abgeschüttet und mit der Soße vermengt. Da das Ganze jetzt noch ziemlich dick war, habe ich noch einen Becher Naturjoghurt und 100 Milliliter Wasser dazu gegeben. Wenn alles nochmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt wurde, dann kann angerichtet werden. Und so sehen dann die hessischen Schmandtortellini aus. Da ich vorhin schon mal die Schmandpizza erwähnt habe, die findet ihr hier oben in diesem Video. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.